Dysplasie ist eine Gewebeveränderung, eine sogenannte Krebsvorstufe, wobei die Betonung da ganz klar auf der Vorstufe liegt, die sowohl im Bereich des Gebärmutterhalses als auch im äußeren Genital auftreten kann. Wichtig bei diesen sogenannten Dysplasien bzw. Zellveränderungen ist es zu unterscheiden, wie hochgradig die Veränderungen sind. Eine Dysplasie ist zu 100% heilbar. Daher ist es wichtig, eine Dysplasie, sollte es eine hochgradige Dysplasie sein, also eine hochgradige Krebsvorstufe sein, sie frühzeitig und rechtzeitig operativ zu entfernen, dass aus einer hochgradigen Krebsvorstufe sich kein Krebs entwickeln kann. Bei der Behandlung einer hochgradigen Krebsvorstufe des Gebärmutterhalses führen wir zumeist eine sogenannte Konisation durch. Das ist ein Kegelschnitt, wo ein kleines oberflächliches Stück des Gebärmutterhalses operativ entfernt wird. Das kann entweder mit einer elektrischen Schlinge oder aber mit dem Laser durchgeführt werden. Wichtig hier zu betonen ist, dass das ambulante Operationen sind, die extrem gewebeschonend sind, sodass auch für Frauen, die noch eine Schwangerschaft planen bzw. wo der Kinderwunsch noch nicht abgeschlossen ist, sich da auch keine Sorgen diesbezüglich machen müssen.